Was, sehr verehrtes Publikum, was ist der Unterschied zwischen einem Banner, auf dem steht Ausländer raus und einem mit der Aufschrift Nazis raus? Gibt es da überhaupt einen Unterschied? Oder kann man rechte Hetze mit linkem Aktivismus gleichsetzen? Ist jemand, der Gruppen von Menschen ab deren Geburt aus Prinzip verabscheut, gleich schlimm wie derjenige, der ihn auf seine rassistischen, xenophoben, islamophoben, antisemitischen, misogynen, homophoben, transphoben Statements aufmerksam macht? Ist jemand, der mit wüsten Beschimpfungen und Mordandrohungen um sich schlägt, genauso schlimm wie derjenige, der all das auf sich nimmt, um Rechtsextremismus geduldig und diplomatisch entgegenzuwirken? Ist Wiederbetätigung gleich schlimm wie Zivilcourage? Natürlich nicht. Und dennoch heißt es für JournalistInnen, AktivistInnen, mutige, linksdenkende Menschen: Wehr dich nicht und halt dein Maul, wenn Nazis dich angreifen, sonst bist du genauso schlimm wie sie. Es ist schwierig. Es ist tatsächlich schwierig, seine Meinung zu äußern, ohne mit untergürtellinigen Angriffen der Gegenseite rechnen zu müssen. Ja, Meinungsäußerung heißt, Personen in Bezug auf deren problematische Aussagen zurechtzuweisen. Und nein, Meinungsäußerung heißt nicht, Gruppen von Menschen für deren Herkunft, Geschlecht, Religion oder sexuelle Orientierung zu verabscheuen und ihnen den Tod anzudrohen. Das ist keine Meinung. Das ist Ideologie. Geradewegs aus Nazi-Deutschland. Während von rechts der persönliche Angriff kommt, während jeder Andersartige, jede Andersdenkende vernichtet werden soll, geht es linken AktivistInnen nicht um das Beseitigen von Menschen, sondern um die Veränderung der Welt in Richtung Respekt und Toleranz. Eine Veränderung also, von der wir alle profitieren. Wir alle, nicht nur die Arier. Also, ich bin echt kein Nazi, aber ich möchte nur anmerken, dass es auch von linker Seite durchaus zu Gewaltexzessen kommt. Und Antifaschismus ist genauso schlimm wie Faschismus. Netter Versuch, rechtsextreme Gewalt damit aufzuwiegen, dass die Linken auch nicht heilig sind. Ist in sich allerdings ein ziemlich unschlüssiges Argument. Aufwiegen ist in diesem Zusammenhang dennoch ein geradezu vortreffliches Wort. Die Waage befände sich nämlich sowas von in Schieflage. Klar kommt es neben unzähligen Gewaltakten von rechts auch manchmal zu linker Gewalt. Und letzteres soll hier auch auf gar keinen Fall verharmlost, geschweige denn glorifiziert werden, sondern gehört genauso vors Gericht wie jedes Verbrechen, das im Strafgesetzbuch steht. Doch der springende Punkt ist: Man kann Unrecht nicht durch Unrecht legitimieren. Einen Menschen zu ermorden ist ein Verbrechen. Egal, ob andere Leute 10 Menschen auf dem Gewissen haben oder 100 oder 80 Millionen. Es sollte also endlich ein Schlussstrich gezogen werden. Und dieses ewige, aber die haben ja auch, aber die haben ja noch viel mehr und aber die sind ja genauso schlimm wie wir. Das sollte aufhören. Es reicht, denn es führt zu nichts. Wir alle sollten uns um einen friedvollen Umgang miteinander bemühen. Das ist unsere Pflicht als ZivilistInnen. Frieden kann dann entstehen, wenn es keine Missgunst mehr gibt. Und, wie vorhin bereits erläutert, geht es linken AktivistInnen genau darum.
Was also ist der Unterschied zwischen Ausländer raus und Nazis raus? Es gibt einen Unterschied. Auf dem einen Plakat werden Menschen für deren Herkunft angeprangert. Einen Umstand, den sie sich weder selbst aussuchen noch ändern können. Auf dem anderen Plakat geht es um etwas, das sich Menschen sehr wohl selbst aussuchen und unter Umständen auch durchaus ändern können. Es geht um ideologisches Gedankengut. Oder in diesem Fall wohl eher Gedankenungut. Und genau hier ist der Punkt, an dem wir alle, jede und jeder von uns, unseren ganz persönlichen Beitrag leisten können. Durch Achtsamkeit beim eigenen Denken und durch den Mut, unangebrachtes Verhalten anderer aufzuzeigen. Manchmal braucht es lediglich ein Kopfschütteln, um jemanden zum Nachdenken zu bewegen. Meistens braucht es mehr als das. Jede respektvolle Meinungsäußerung, jeder begründete Einwand und jedes klärende Gespräch ist ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu einer friedvollen, toleranten und letzten Endes gewaltfreien Welt. Lassen Sie uns diesen Schritt gemeinsam gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.